In der Wildnis haben bestimmte Tiere ausgeklügelte Methoden entwickelt, um Beute zu fangen. Manche tricksen ihre Beute aus, damit sie sie angreift, und andere stellen Fallen auf, um sie zu fangen. Hast du schon einmal den Ameisenlöwen in Aktion gesehen? Weißt du, was der größte Trick der Todesotter ist, um Beute zu fangen? Wenn du neugierig bist, schau weiter, denn wir sehen uns Kreaturen an, die Fallen und Tricks benutzen, um ihre Beute zu töten. The lizard looking to devour the beetles, but gets devoured itself. Nummer 4. Todesotterschlange. Die Todesotterschlange ist eine nachtaktive, hochgiftige Schlange, die in fast ganz Australien und Papua-Neuguinea vorkommt, einschließlich der vorgelagerten Inseln. Bevor 1958 in Australien das Gegengift für die Todesotter erfunden wurde, ging man davon aus, dass die Sterblichkeitsrate bei 50% liegt. Todesottern sind eine Ausnahme unter den Giftschlangen in Australien. Im Gegensatz zu anderen Giftschlangen in Australien, die aggressiv auf Nahrungssuche gehen, ihre mangelnde Bereitschaft, sich zurückzuziehen, hat ihr den Spitznamen Taubotter eingebracht, der auf der irrigen Annahme beruht, dass sie sich nähernde Menschen nicht hören kann. Die gemeine Todesotter ist eine der giftigsten Schlangen der Welt. Sie ist ein Raubtier, das aus dem Hinterhalt zuschlägt. Ihr Gift enthält Nervengifte, die zu Lähmung und zum Tod führen können. Sie hat die schnellste Schlaggeschwindigkeit aller Schlangen in Australien. Die Todesotter ist in ganz Ost- und Nordaustralien zu finden. Sie ist eine dieser rätselhaften Arten, denen selbst erfahrene Naturforscher nur selten begegnen. Auf einem Waldweg in der Nähe des Dorfes Nelligan, an der Südküste von New South Wales, entdeckte der Mann in unserem Film diese Kreuzotter. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese Schlange schnarcht, während sie ein Nickerchen macht. Nerze sind die Hauptbeute der Todesotter, gefolgt von Fröschen und Säugetieren. Anders als die grüne Baumpython, die an einer Ranke oder einem kurzen Ast hängt und ihren Kopf in Bodennähe über einem Nagetierweg hält, nutzt die Todesotter eine andere Art des Hinterhalts, das Anlocken aus dem Schwanz. Das Anlocken mit dem Schwanz ist eine Form der aggressiven Mimikrie, bei der der Schwanz des Raubtiers gewedelt wird, um die Beute anzulocken. Die giftige Todesotter liegt auf der Lauer nach Beute. Ein Biss der Todesotter reicht aus, um ihre übliche Beute 10.000-fach zu töten. Die Todesotter sieht in dem Haufen Laubstreu fast unsichtbar aus. Sie lauert dort, bis die ahnungslose Maus direkt über sie läuft. Und bumm, schlägt sie zu. Jagende Eidechse. Die Todesotter ist, wie die Mulga, eine der tödlichsten Schlangen der Welt. Anstatt über die Wüste zu rasen und ihre Beute zu jagen, sitzt sie in ihrem Versteck und wartet darauf, dass ihre Beute zu ihr kommt. Der Körper der Todesotter ist in sanften Wüstenfarben gefärbt, die wunderbar zu ihrer kargen Umgebung passen. Seine beruhigenden Augen suchen den Horizont nach potenziellen Opfern ab, während er regungslos daliegt. Dieser umherstreifende Skink ist sich seiner Anwesenheit überhaupt nicht bewusst. Für eine erfolgreiche Tötung ist die Überraschung entscheidend, wenn es darum geht, seinen tödlichen Schlag zu entfesseln. Es muss den Skink dazu überreden, in Schlagdistanz zu kommen. Dieser hinterhältige Wüstenbetrüger enthüllt seine versteckte Waffe. Die Spitze seines Schwanzes, die leicht abgeflacht ist und eine tiefere Farbe hat, scheint ein Eigenleben zu führen. Sie sieht aus wie eine sich windende Larve, wenn die Schlange sie zuckt. Für einen hungrigen Skink ist diese clevere optische Täuschung eine verlockende Honigfalle. Der neugierige Skink hingegen bleibt knapp außerhalb seiner Reichweite. Die Todesotter, kalt und berechnend, zieht den Köder immer näher an ihren Kopf heran. Die Falle ist jetzt aufgestellt. Der Skink ist wie hypnotisiert und erliegt der Verlockung. Es ist der schnellste Schlag aller australischen Schlangen, denn eine tödliche Dosis schnell wirkender Neurotoxine setzt der Jagd ein Ende. Dieser klinische Wüstenbetrüger hat jetzt Zeit, in Ruhe sein selbstgeliefertes Mittagessen zu essen. Die Todesotter kann tagelang, ja sogar wochenlang regungslos daliegen und auf den perfekten Überfall warten. Wenn sich dann ein Vogel oder eine Eidechse ihrem zuckenden Schwanz nähert, schlägt die Schlange zu. Für diese Schlange ist eine gute Mahlzeit das Warten wert. Nummer 3. Ameisenlöwe. Von der Larve zum Erwachsenen. Der Ameisenlöwe gehört zu einer Gruppe von Insekten, die ihren Namen der räuberischen Lebensweise der Larven verdankt, die Ameisen und andere kleine Insekten in die Erde gegrabene Löchern gefangen hält. Ameisenlöwen sind auf der ganzen Welt zu finden, obwohl sie trockene, sandige Umgebungen bevorzugen. Ausgewachsene Ameisenlöwen werden, wie viele andere Mitglieder dieser Ordnung, häufig in der Nähe von Lichtern und Lagerfeuern gesichtet, besonders im Spätsommer und Herbst. Sie haben einen langen, schlanken Hinterleib und zwei paar lange, schmale, geederte Flügel. Ameisenlöwen. Erbeutende Fänger. Wenn eine Ameise in eine Ameisenlöwenfalle läuft, wirft der Ameisenlöwe Sand auf die Ameise, sodass sie anfängt, zu ihm herabzusenken. Und dann schnappt sich der Ameisenlöwe die Ameise und frisst sie. Beobachte, wie dieser Ameisenlöwe eine Ameise, die sein Nest verschmutzt hat, entsorgt. Er bringt die Ameise in Position und schnippt dann. Es ist, als würde die Ameise in Treibsand versinken, während sie verzweifelt versucht, aus der Falle zu klettern. Je mehr sie versucht herauszuklettern, desto mehr sinkt sie ein und wird schließlich verschlungen.
Ameisenlöwen Todesfalle. Ameisenlöwen, die manchmal auch Doodlebugs genannt werden, haben große Mandibeln, sind gut getarnt und können ihre Beute gut fangen und überfallen. Ameisenlöwen gehören zur Ordnung der Neuroptera und sind in trockenen und sandigen Gebieten auf der ganzen Welt zu finden. Ameisenlöwen legen ihre Eier in lockere, trockene Erde. Wenn die Larven geschlüpft sind, wandern sie auf der Suche nach einem geeigneten Standort umher und hinterlassen dabei kritzelförmige Spuren. Sie sind gut versteckt, da sie die gleiche Farbe wie die Erde haben. Die Ameisenlöwenlarve ist komplett eingegraben, bis auf ihre langen, stechenden Kiefer, die aus dem Kern der Grube herausragen, und sitzt still am Boden und wartet auf ihr erstes Opfer. Der Kampf ums Überleben beginnt, wenn eine Ameise oder ein kleines Insekt den Rand der Grube betritt. Aufgrund der steilen Ränder ist es schwierig herauszukriechen. Der Ameisenlöwe trägt zur Verwirrung bei, indem er Sand oder Schlamm auf das wütende Insekt wirft und ihm so den Abstieg in die Grube erleichtert. Das Insekt fällt entweder auf den Boden der Falle oder wird irgendwann während des Kampfes von den spitzen Mandibeln des Ameisenlöwen aufgespießt. Das Raubtier zieht seine Beute weiter in den Sand und saugt ihr die Flüssigkeit aus dem Körper. Dann holt der Ameisenlöwe den Abfall aus seiner Grube, schnippt den Kadaver heraus und wartet auf sein nächstes Opfer. Diese rote Ameise entkommt 4 Ameisenlöwen Todesfall. Sie ist eine Überlebenskünstlerin. Du kannst sehen, wie die rote Ameise um ihr Leben kämpft, um aus dem Treibsand herauszukommen. Und sie schafft es schließlich nicht nur einmal, sondern gleich 4-mal. Ameisen fangen. Auf unserem Vorschaubild kannst du die kräftigen Kiefer des Ameisenlöwen sehen, die bereit sind, die Ameise zu zerquetschen. Diese Ameisenlöwen sehen aus wie Kreaturen aus einem B-Horrorfilm der 1950er Jahre. In der Sandgrube wird diese Ameise von einem Ameisenlöwen verschluckt. Die Ameise versucht herauszuklettern, aber bei so viel Sand, der auf sie geworfen wird, ist es fast unmöglich zu entkommen. An diesem Strand kann man kegelförmige Gruben entdecken. Die Larven der Ameisenlöwen liegen in den Gräbern und warten darauf, dass ihre Beute hineinfällt. Wenn ein Opfer in die Grube fällt, wirft der Ameisenlöwe Sand auf es, sodass es auf den Boden sinkt und von der Ameisenlöwenlarve gefressen wird. Die Ameisenlöwen verstecken sich unbemerkt unter dem Sand und tauchen dann wieder auf, um ein Insekt in der Nähe anzugreifen. Aber es ist nicht die schiere Nonchalance, mit der sie den Kadaver anschließend entsorgen, die besonders abschreckend ist. Nachdem sie die verflüssigten Eingeweide ausgesaugt haben, werfen sie die leere Insektenhülle hoch und weg. Wenn die Opfer nicht von selbst hinunterrutschen, startet der Ameisenlöwe einen Angriff. Diese fleischfressenden Insekten auf dem Boden von Sandgruben gibt es überall in den Vereinigten Staaten. Manche nennen sie Doodlebugs, andere nennen sie Antlions. Sie sind weder eine Ameise noch ein Löwe, aber sie fressen Ameisen. Eine Spinne fangen. Dieser Ameisenlöwe verschlingt eine größere Beute, als eine Spinne versehentlich in die Todesgrube tritt. Ameisen sind also nicht das Einzige, was auf dem Speiseplan der Ameisenlöwen steht. Es sieht so aus, als ob alles möglich ist, solange es einen Spaziergang auf der wilden Seite macht. Nachdem er sich schnell in den bröckelnden Boden eingegraben und seine kreisförmige Todesgrube ausgehoben hat, versteckt sich dieser Ameisenlöwe bis zur Ankunft einer saftigen Spinne. Nachdem er seine Beute zwischen den Mandibeln gepackt und sein Nervengift injiziert hat, saugt er das Leben aus der Spinne heraus. Einem Ameisenlöwen gelingt es, eine große Spinnennetzspinne zu fangen, obwohl die Seite der Spinne an einer Stelle Sandkörner in sein Maul kleben lässt. Ein anderer Ameisenlöwe wird mit einem Leckerbissen überrascht. Und der ist ziemlich lecker, wie der Ameisenlöwe bald herausfinden wird. Nummer 2. Laufkäfer. Laufkäfer sind für ihre langen Beine und kräftigen Kiefer bekannt, die sie zu gefräßigen Raubtieren machen und für die biologische Schädlingsbekämpfung in landwirtschaftlichen Betrieben unerlässlich sind. Erwachsene Käfer jagen am liebsten auf der Erdoberfläche, aber sie steigen auf der Suche nach Nahrung auch mal ins Laub. Die grabenden Larven dieser Käfer suchen nach Schädlingen im Boden und ernähren sich von ihnen. Aber sie sind auch nützliche Räuber. Viele Laufkäferarten haben eine abwechslungsreiche Ernährung und fressen nicht nur Insekten, sondern auch Pflanzensamen. Dominokäfer oder Antiasex guttata sind andere Namen für diesen Laufkäfer. Ich würde nicht empfehlen, mit ihnen umzugehen, denn sie können aggressiv sein, haben einen kräftigen Biss und versprühen eine schreckliche Flüssigkeit. Diese Laufkäfer haben in den letzten Monaten viele Krebse zur Beute gemacht. In diesem Video kämpfen ein paar Laufkäfer um einen Wurm. Du kannst sehen, wie die beiden Insekten in ein heftiges Gefecht um ihre Beute verwickelt sind. Schneckenfutter. Dieser Laufkäfer wollte spazieren gehen, als er auf diese leckere Schnecke stieß und hielt an, um einen Bissen zu essen, bevor er weiterging. Dieser Laufkäfer schnappt sich eine Nacktschnecke und trägt sie in einen bequemeren Ort, damit er ein schnelles Abendessen genießen kann. Ich bin sicher, viele von euch beneiden diesen Laufkäfer darum, dass er eine so saftige Schnecke ist und ihr nicht. Schneckenschmaus. Dieses Insekt ist ziemlich atemberaubend. Außerdem frisst es Schnecken. Der Schneckenjäger gehört zur Familie der Laufkäfer. Diese prächtigen Käfer sind wunderschön.
Die zentimeterlangen Käfer sehen auf den ersten Blick schwarz aus, aber ihr ganzer Körper ist von einem schillernden, violetten Schimmer überzogen, wenn man sie im Schein einer Taschenlampe betrachtet oder in dem seltenen Fall, dass man sie in direktem Sonnenlicht entdeckt. Die Flügeldecken, die den vergleichsweise breiten Panzer bedecken und entlang des umgedrehten, schiffsähnlichen Brustkorbs verlaufen, sind von einem wunderschönen, elektrischen Blau gesäumt. Sie sind auf Geschwindigkeit und Aufstieg ausgelegt. Schneckenjäger können oft bei der nächtlichen Nahrungssuche auf Baumstämmen beobachtet werden. Schneckenjäger sind nützliche Insekten, die du in deinem Garten als natürliche Schädlingsbekämpfer halten kannst. Als Erwachsene und Larven sind Laufkäfer äußerst wichtige Räuber in Gärten und Landschaften. Schnecken, Nacktschnecken, Engerlinge und bodenbewohnende Raupen wie Madenwürmer und Heerwürmer gehören zu den Schädlingen, die sie verfolgen und töten. Die erwachsenen Tiere und Larven sind schnell unterwegs und verstecken sich unter Steinen, Mulch und Baumstämmen oder wuseln auf Gehwegen, Straßen und Terrassen herum. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie während der Herbstsaison sogar in deinem Haus zu Gast sind. Sammle sie einfach in einem Glas oder einer Wasserflasche ein und bringe sie zurück in deine Landschaft, wo sie die Nachhaltigkeit verbessern, indem sie die Schädlingspopulation verringern. Käfer kämpfen. Diese beiden Laufkäfer liefern sich einen erbitterten Kampf. Es sieht so aus, als würde einer der beiden versuchen zu entkommen, während der dunklere der beiden versucht, seinen Gegner festzuhalten. Der dunklere Käfer schafft es, seinen Gegner auszuweiden und dann kommen auch noch die Ameisen ins Spiel. Nummer 1. Sidewinder-Schlange. Klapperschlangen, die als Sidewinders bekannt sind eine Art Klapperschlange. Obwohl es sich um giftige Grubenottern handelt, sind sie vorsichtig und in der Regel nachtaktiv, was dazu führt, dass die Zahl der Menschenbisse gering ist. Sie fressen hauptsächlich Nagetiere und Eidechsen. Nachts legen sie große Strecken zurück und riechen in der Luft und im Untergrund nach Beute. Tagsüber vergraben sie ihre Körper mit ein bisschen Wackelaktion im losen Sand, immer im Schatten eines Busches, um die sengende Sonne zu vermeiden. In dieser halb eingegrabenen Spirale liegen sie und warten auf Beute, die sich ihnen zu sehr nähert, mit dem Kopf direkt an der Oberfläche. Das Ziel wird schnell gelähmt und durch den Biss getötet. Nachdem sie ihre Beute verschlungen haben, vergraben sich die Schlangen in von Tieren gegrabenen Höhlen, um ihre Nahrung zu verdauen. In diesem Video kannst du sehen, wie schnell sich der Sidewinder mit seiner charakteristischen Form der seitlichen Fortbewegung fortbewegen kann, die an die Bewegung im lockeren Wüstensand angepasst ist. Der sich bewegende Wüstensand kann eine Herausforderung sein, sich zu bewegen. Die Seitwärtsschlange hat eine seltsame Lösung gefunden. Wenn sie seitwärts über den Sand läuft, hebt sie einen Teil ihres Körpers vom Boden ab. Sieh dir an, wie diese Schlange diesen Ballon angreift. Du kannst den Angriff in Zeitlupe sehen, wie die Schlange ihr Maul öffnet und auf den Ballon schlägt. Eidechsenjagd. Diese Zauneidechse weiß, dass ihre Beute nicht weit entfernt ist, also beginnt sie, sich in den warmen Wüstensand zu graben, wobei sie nur ihre Augen oben hat, um zu sehen, was vor sich geht. Als die Eidechse vorbeikommt, schnappt und tötet die Schlange sie, bevor sie sie ganz verschlingt. Dieser Sidewinder ist auf der Suche nach einem gebänderten Gecko. Während er mit bis zu 29 Stundenkilometern über den Sand gleitet, tastet seine Zunge die Luft nach verräterischen Gerüchen ab. Er findet seinen Snack und verschlingt den Gecko. Eine Eidechse hat sich eingegraben, um der Sonne zu entkommen. Aber als die Kreuzotter auftaucht, schlägt die Eidechse ihre Füße weg. Huschende Käfer erregen die Aufmerksamkeit der Eidechse und die Jagd beginnt. Die Eidechse kämpft gegen den Käfer und gegen die Kreuzotter, die eine schlaue Jagdstrategie verfolgt. Sie lässt die Beute zu ihrem Bau im Sand kommen und versucht ihr aufzulauern. Sie schlängelt sich in den heißen Sand, bis nur noch ihr Kopf und ihre Augen zu sehen sind. Die Eidechse will den Käfer verschlingen, wird aber stattdessen gefressen. Die Peregrine Adder, auch bekannt als Sidewinder, ist eine Schlangenart. In der Welt der Schlangen ist die Seitwärtsbegegnung das Äquivalent zum Galoppieren eines Pferdes. Es ist die effizienteste Art der Fortbewegung. Abgesehen von der Geschwindigkeit ist es auch die effizienteste Art für eine Schlange, sich durch den sich bewegenden Sand zu bewegen. Bei der Seitwärtsbewegung befinden sich nur zwei Teile der Schlange gleichzeitig auf dem Boden. Die Schlange wickelt ihren Körper um sich selbst, wobei ihr Kopf und ihr Schwanz sich sicher an ihrem Platz halten. Wenn der Kopf landet, wird er nach vorne geschoben. Der Sidewinder nutzt diese Geschwindigkeit nicht, um Beute zu verfolgen. Dafür sind Eidechsen viel zu schnell. Stattdessen suchen sie in Gebieten mit viel Echsenaktivität, die sich meist in der Nähe von Grasbüscheln befinden, wo die Echsen Schatten suchen. Der Sidewinder wackelt mit seinem Kopf in den Sand, beginnend am Schwanz und weiter zum Kopf. Da nur ihre Augen über den Sand schweben und der Wüstenwind alle Hinweise auf ihren Versteckplatz wegbläst, wartet die Kreuzotter darauf, dass ihr tödliches Gift die harte Arbeit erledigt. Eine Eidechse mit einer schaufelartigen Schnauze ist ebenfalls auf der Jagd. Sie hält an, um einen Käfer zu untersuchen, was ein großer Fehler ist. Die Eidechse ist nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern auch eine Wasserquelle in der ausgetrockneten Wüste. Er zieht sich in den Sand zurück, um zu verdauen.
Die Todesotter, die ihren Schwanz benutzt, um ihre Beute anzulocken, ist genial. Aber die Todesgrube des Ameisenlöwen ist noch beeindruckender. Welches war dein Favorit? Lass es uns doch in den Kommentaren wissen. Das war unser Blick auf Kreaturen, die Fallen und Tricks benutzen, um ihre Beute zu töten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.